24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Brew Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 6. Folge des YPC Bank 2022 und damit zur entscheidenden Folge in der Gruppe A. Heute sehen wir, welche 3 Angler die Zwischenrunde erreichen. Nace-Gründer Dustin Schöne liegt mit einem neuen Punkterekord von sage und schreibe 542,7 Zählern auf Platz 1 und wird die nächste Runde erreichen, wenn er nicht vom Blitz getroffen wird. Auf Platz 2 und 3 liegen Sunline-Vertreter Henrik Haag und Johannes Höfner aus dem Okuma-Team. Zwar haben die beiden wie Dustin eine Full Card, doch noch sind ihre Fischgrößen nicht so gewaltig, dass sie sich darauf ausruhen sollten. Landry Rosens von Fish Explorer liegt momentan auf Platz 4 und seine Chancen aufs Weiterkommen sind noch sehr realistisch. Momentan bräuchte er lediglich einen maßigen Zander, um Johannes und Henrik zu überholen, doch bislang tut er sich schwer mit diesem Zielfisch. Berkeley Pro Staffer Jelle de Jong hat erst 2 dafür recht große Fische in der Wertung und auch Vorjahresüberraschung Dirk Ostrowski von Hearty Rice muss noch 4 Fische für eine Full Card fangen. Mal sehen, wer sein Vorhaben am besten umsetzen kann. Landry setzt seine Zandersuche zunächst an einer neuen Stelle fort. Okay, we change the spot for a typical spot for Zonder. It's a big river with a big stream. It's not easy to fish here, but there is Zonder, so we will try to catch one. I will try to don't lose all my lure, because here there is full of stone and there is full of stream. So when you are not on the good stream, you are all the time on the rock and you lose your lure. So it's very difficult to fish, but there is a zander, so we will try. And when the boat is coming, the stream is changing, so it's always difficult and I need always to change my technique, my action of my lure. Wir sind jetzt hier gerade zur nächsten Stelle gefahren. Wir sind jetzt an so einem langen Polder und suchen uns immer so Seerosenfelder. Und ich führe, war da ein Nachläufer? Ja, weiß ich nicht. Ich führe den Spinnerbait entweder dran vorbei oder halt durch diese Seerosen durch. Und da ist es halt wichtig natürlich, dass ihr eine Schnur habt, die das halt auch aushalten kann. Weil, sag mal, bei 8 Braids kann es mal sein, dass halt ja die Einzelfasern so schwach sind und sagen wir, die Vegetation diese Schnur halt ja, beschädigt. Bei 8 Braids ist es halt so, die Fasern sind so robust, dass ihr da easy durchfischen könnt. Und dass halt die 8 Braid im Prinzip die Seerosen durchschneidet und ihr halt gar keine Probleme habt und das halt den ganzen Tag machen könnt, ohne irgendwie Sorgen zu haben, dass eure Hauptschnur irgendwie verletzt wird. Und deswegen, wir fischen jetzt wirklich, oder ich fische wirklich richtig drin in Gemüse und hoffe halt, dass da irgendwie ein Hecht drin steht und ich den halt ohne weitere Probleme mit der Super PE da halt einfach rausrocken kann und ihr keine Angst haben müsst, dass die Schnur irgendwie reißt, weil das ist natürlich dann ärgerlich für den Fisch und auch jetzt natürlich für uns und das wollen wir nicht und deswegen setze ich halt da unbedingt auf die Super PE, weil die halt super robust ist, auch trotzdem leise ist in den Ringen, weil es halt eine 8 Braid ist, die ist super geschmeidig und ihr habt da wirklich eine richtig geile Kombination aus Geschmeidigkeit einer 8 Braid, aber trotzdem Robustheit einer, kann man sagen, vielfach geflochten, weil sie halt eine richtig geile Faser hat. Ich muss mir erstmal ein bisschen Zeit nehmen und in die Köderkiste gucken, weil das ist irgendwie... Thank you.
Barsch. Ja. Großer Barsch wieder. Also kein Monster, aber für Topwater super. Ja. Oh. Und das war's mit Topwater-Angeln. Oh, yes. Ah, der könnte auch die 40 haben. Wunderschöner Fisch. Wieder auf unseren Reaper. Oh, sehr gut gehakt hier. BKK. Oh, nicht wieder zurück ins Wasser, mein Freund, bitte. Erst müssen wir dich vermessen. Warte, kriegen wir einen über 39,5? Nee. 39, genau. 39,5 macht er leider nicht. Aber 10 extra Punkte. Und ich glaube auch ein Mini-Upgrade. Und tschüss, mein Großer. Sehr gut. Yes. Oh, cool. Und unser Reaper hat wieder zugeschlagen. Das ist halt das Schöne, ne? Wenn man nicht so unter Druck steht wie die anderen und fangen muss, dann kann man hier ganz entspannt weiter angeln und wirklich warten, bis der Fisch kommt. Und jetzt habe ich meine nächsten 10 Topwater-Punkte und tatsächlich 78 Punkte für den Fisch. Das ist 1 cm als der 77er Hecht. Das heißt, der 77er Hecht fällt raus. Das heißt, 11 Punkte Upgrade. Das heißt, ich bin irgendwo bei 556 oder so. Jetzt, glaube ich, geht's auf Zander. Ich mache noch 5-6 Würfe, um runterzukommen vom Topwater-Angeln. So, ne, wie nach einem Sprint auszulaufen oder nach einem Marathon. Das mache ich jetzt auch noch. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Würfe. Und dann habe ich den ganzen Tag, um meine 49er Zander abzugehen. Cool. Dustin hat noch immer nicht genug. Weitere 11 Punkte wandern auf sein Konto. Und der YPC-Rekord wird damit weiter ausgebaut. Doch wie Dustin schon verraten hat, der Tag ist noch jung und es kann noch eine Menge passieren. Jelle möchte die Zeit verständlicherweise für seine fehlende Fischart nutzen. I'm already gonna change the lure for the next spot. Next spot I will fish with chatterbait for pike. We go to a polder. I checked it out yesterday. The water was a bit murky, but it still looked good. Hopefully there's some pike around. Because if I be able to catch a pike, then I got a free species and then I can go full in for a zander in the afternoon. But first, let's try catch a pike. The Dex chatterbait again. Oh, my phone's ringing. Jappie! Ik ben wedstrijd aan het vissen. Nee, geen tijd, geen tijd. Geen tijd. Geen tijd, ik ga verder, ja? Oh, ik word gefilmd. Oh. Dat is mijn brother. My brother is fishing as well. And he really enjoys it when I'm fishing competitions. He's one of my biggest fans and I'm his, so. That's cool. They didn't do it now. Oh. They don't like me, man. Come here. No. It's not working, Tim. Messen wir den guten mal.
Ja, 64,5. 65, ja. Ja, 65er Hecht. Schon mal eine Verbesserung auf jeden Fall. Jetzt glaube ich, müssten das 10 Punkte schon mal sein. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt nochmal vielleicht nochmal auf 75 erhöhen. Denn dann haben wir mein Ziel wirklich erreicht für die Hechte. Geil. Ja, Erfolgsköder war diesmal wieder der D-Style D-Spiker mit dem Bruno Shedtail als Trailer in Farbe Chartreuse für dieses bisschen trübe Wasser. Richtig geile Farbe. Auch mit dem Trailer in Kombination passt es echt perfekt. Wenigstens 60er Hecht, Alter. Nicht so eine 55er Flöte, ey. Henrik kann das erste Upgrade eintüten. Natürlich arbeitet auch Johannes fleißig an der Verbesserung seiner Full Guard. Also ich fische jetzt hier noch diese kleine Kurve da aus. Werde noch zwei, drei Würfe machen und dann werden wir gleich wieder die Position wechseln. Weil da, wo es Fische gab, da kamen sie eigentlich auch immer recht schnell. Also wenn da 5, 6 Würfe in diesen flachen Buchten nichts bringen, dann zahlt es sich heute zumindest nicht aus, dass man länger hier bleibt. Weil da gibt es eben dann Bereiche, wo sie definitiv schneller beißen und man hat ja auch im Tournament einen gewissen Zeitdruck. Also geht's gleich weiter. Nach 10 letzten Würfen letztendlich wieder. Ja, jetzt war es doch noch ein bisschen längeres Auslaufen geworden. Irgendwie hat mich das so angefixt gerade. Aber jetzt werde ich tatsächlich Schluss machen. Und der Regen ist gekommen. Regenjacke anziehen. Versuchen, ein paar Zander zu fangen. Ob das klappt, werden wir sehen. Wenn nicht, ist auch gar nicht so schlimm. Okay, we are on a bike spot now. We need a bike because we need the first pieces. We need the first pieces, so we need a bike. After that, we can start filling up the guard. But we need this bike really badly. So let's go for it. Wish me luck, guys. YPC 2022, we go for it. Jetzt habe ich eine Backpfeife gekriegt. Ich hoffe, das ist auf der Kamera. Das mocht er nicht. Also hier, Rasen ist nass. Nur, damit man nichts Falsches denkt. Da ist er an der 87, ne? Ich freue mich, dass es dann doch noch geklappt hat. Ich war schon wieder der Verzweiflung wirklich nah. Vielleicht muss ich auch verzweifeln, bis die Hechte das merken, dass mal einer Erbarmen hat. Aber der Kollege, der hat mir jetzt ein bisschen hier die Hand aufgeribbelt und eine Backpfeife gegeben mit der Schwanzflosse. Ich hoffe mal, das ist auf der Kamera drauf. Ist mir auch noch nicht passiert so. Aber der ist fit, der ist richtig agil. Aber ich freue mich. So, so. Und deswegen sind die Hechte nicht meine Freunde. Aber, ja, ich meine, das gehört auch dazu, ne? Dass die natürlich not amused sind und uns wehtun dürfen. Dirk will einen großen Hecht und er bekommt ihn. Der Westfale klettert einen Platz nach oben. Gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht. Am Tag 1
Habe ich ja auch schon diverse Köder drin gehabt, teilweise die, die ich heute auch drin hatte. Es passierte nichts und am Ende hat es dann doch noch geklappt und gerappelt. Selber Köder. Wieder der Berkeley Dex Spinnerbait. Also, den mögen sie anscheinend hier mit einem ganz normalen roten Trailer. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, K-Tech, ein Easy Shiner oder sowas ist da drauf. Schwierige Bedingungen gerade. Der Wind bläst ziemlich stark gerade. Da werde ich ein bisschen schwerer fischen müssen. So, ich werde da jetzt hier mal mit 20 Gramm ausklopfen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wie die Bohne da war. Vor allem bei dem Wind braucht man sie ein bisschen stärker, schwerer. Probieren wir das mal. Ja, es lief ja so gut, dass wir wirklich, das mache ich nie und das soll überhaupt nicht überheblich wirken, aber ich muss jetzt auch mal was essen, das Ganze verdauen und wir sind zufällig gerade auf dem Weg zum nächsten Spot beim Fauna vorbeigefahren. Mein Angelladen des Vertrauens hier und da werden wir jetzt mein Sandwich schnell essen und dann geht's weiter zum nächsten Spot. Wirklich nicht so lang, 20 Minuten maximal und dann wird weitergeangelt und hoffentlich ein großer Zander gefangen. We go step by step on this spot. When you go a little bit further every time again and again, then if there is a pike waiting, they hear you from far because the chatterbait is making a lot of noise on the water. And then if the strike comes, it will come hard because they're ready for it then. Der Biss war auf jeden Fall hart. Also der ist ja wirklich da hinten auf der gegenüberliegenden Seite, unmittelbar vor der Schilfkante. Ich habe den, glaube ich, gerade angedreht, ist ja schon reingeschossen. Der Biss war ja auch quasi fast an der Oberfläche. Der kam da hinten schon am Schilf. Beim Biss kam der ja schon an die Oberfläche. Ich habe jetzt hier gerade zwei Würfe gemacht und dann bei meiner Ausholbewegung quasi kam von hier vorne von der Ecke, habe ich richtig den Schatten gesehen, ein Hecht, ein Riesenhecht, also ein Meter plus auf jeden Fall ist er hier einmal diagonal rüber. Das heißt aber, der ist abgehauen, ne? Also der ist nicht hinter meinem Köder her oder so, der ist abgehauen, weil er die Bewegung von meinem Arm gesehen hat. Ärgerlich, aber gut, das ist... Pff. Scheiße. Entschuldigung. Kacke. Wir haben gerade noch drüber gesprochen, ne? Dass eigentlich komischerweise meistens hier sitzen die Hechte. Oh nee. Der beißt nicht nochmal. Den Hecht hätte Dirk gut gebrauchen können. Aber immerhin beißen die Fische und das nicht nur bei ihm. Ja, Fisch. Sehr gut. Ist, glaube ich, ein dicker Zander. Ah, echt. Ah, shit. Na, Mann. Naja. Fisch ist Fisch. Vielleicht bringt er mal ein paar Punkte, wenn ich ihn bekomme. Ah, komm her. Ja, ich glaube, der sollte größer sein als der vom Montag. Puh. Ja. Ich dachte schon, das ist ein guter Zander. So, schauen wir mal, wie lang der ist. Und der hat... der hat... Wie lange ist das? 53. Ja. 53 cm. Wieder mal Blut von mir im Bild. Aber die paar Punkte sind das wert. So. Das sind, glaube ich, 5 Punkte, die mir dazu... addiert werden und da sind sie ein paar kleinen Wunden wert. Hoffentlich kommt noch was. Ein dicker Zander wäre cool. Kleines Upgrade für Johannes, während das den sich nachvollziehbarerweise nicht mehr ganz so viel Stress macht. Ja, hier kann man sich schön hinsetzen bei Fauna. Kurz einen Snack nehmen. Tali und ich, Kameramann und ich. Und dann geht's direkt weiter. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Du kannst zwar jetzt noch filmen, aber lange Zeit haben wir nicht. Wir müssen noch einen Zander fangen. Das ist schon noch unser Ziel. Jetzt seht ihr gerade Barschrudel in der Hand. Und ja, das heißt, ich will jetzt den ganzen restlichen Tag nur noch auf Barsch angeln. Das liegt mir am besten. Ich will da jetzt noch mal richtig Punkte machen und an den 45er vom ersten Tag noch mal anschließen. Wir haben hier echt Stellen, wo wir gute Fische gefangen, gesehen haben.
Und jetzt wird heute viel mit kleinen Hardbaits geangelt, Chatterbaits. Ich werde auch mal Topwatern zwischendurch. Gerade habe ich den Lurefans A8S in der 4er-Variante. Der geht schön tief weit runter in der Farbe Matt Ayu. Der hat hier echt gut gefangen. Wir haben hier eine kleine Fähre, wo richtig Strömung drauf ist, Kehrströmung. Und ja, da flacke ich den jetzt immer die ganze Zeit rein. Wir haben jetzt leider so ein bisschen Wind. Jetzt habe ich gerade einen Backlash deswegen. Ein bisschen Wind und sowas. Und näher kommt noch ordentlich Regen. Mal sehen, wie sich das auf das Angeln auswirkt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht so doll. Vielleicht beim Topwatern durch den Wind wird es heute ein bisschen schwieriger. Aber das gleiche Problem haben wir alle. Und ja, deswegen mal gucken, was jetzt die Barsche sagen, nachdem ich doch schon meine Hechte im Prinzip heute abgeschlossen habe. The newest Shimano Boost concept revolutionizes traditional lure design. Arma Boost delivers a unique and innovative lure joint system. The difference is clear. Arma Boost increases casting distance by roughly 40% versus comparable baits. Casting performance excels when it's windy. And a more natural, lifelike swimming action will enable anglers to target and catch more fish like never before. Arma Boost. Der erste steckbare Gasgrill der Welt. Könnte eine Verbesserung sein. Ah, nein. Ich dachte schon, der ist eine Spur größer. Okay, geht sicher nicht aus. Zurück mit dem Kollegen. Pop. The weather is getting worse and worse. A storm front is coming towards us. I think it will start raining in a couple of minutes. So, it's gonna be the same as day one. Fishing in the rain. But yeah, we just go for it. Während Jelle den fehlenden Hecht jagt, ist Landry weiter auf der Suche nach dem einen so wichtigen Zander. This is the last chance to catch a Zander. I am again on the rock. And in this river, it's very, very difficult. And I take 0-0-0 strike. I don't know, maybe the fish is not there, maybe not active, I don't know. I don't see the result of the other fishermen, so yeah, it's very difficult for me. I hate this area, I very hate this area. I know nothing and I catch nothing here, so I just want one zander and maybe I can pass the qualification, but yeah, it's very difficult here. I don't know how Dustin can take full cart in one day with beautiful fish in this fucking area. Congrats, man. Ja, hat brutal angefangen zu regnen. Ich werde diese trotzdem auf Zander angeln. Den Spot kennt man, glaube ich, schon. Nehmen mal einen 5-Inch Venom. Bisschen größer. Ein 10,05, also so
grün mit so ein bisschen Chartreuse unten. Der Venom unterscheidet sich vom Lauf total vom Predator. Ist viel hochfrequenter und ich setze ihn im Sommer ein. Aber eigentlich auf Zander bin ich eher ein Freund vom Predator. Allerdings sind die Fische jetzt, glaube ich, relativ aktiv. Und da kann man dem Venom auch super fischen. Auf Barsch und auf Hecht ist der Venom eh eine Waffe. Ja, ich habe mir gerade das Wasser angeguckt. Sehr trüb. Und was ich im sehr trüben gerne mache, ist erstens schwarze Köder fischen und zweitens große Köder fischen. Deswegen mache ich mir zusätzlich zum Green Pumpkin Chartreuse noch einen 6,5 Inch Venom in 10,04 fertig. Was ich beim Aufziehen immer beachte, ist, dass der Jig-Kopfhaken im ersten Drittel des Fisches rauskommt und der Stinger hier im zweiten Drittel ist. Was wir beim Venom haben, sind hier auch so Markierungen, dass man beim Einstechen besser sehen kann, wo man den Haken austreten lassen will. Also so, und hier noch ein Stinger und das ist perfekt. Für mich sieht jeder einen anderen Geschmack, aber ich liebe es genauso zu fischen. So, jetzt noch einen relativ großen Stinger ran. Großer Köder, großer Stinger. Und dann sind wir good to go. Ganz wichtig beim Angeln ist auch immer das passende Schuhwerk. Vor allem, wenn man hier so im Regen langläuft, sollte man auf festes Schuhwerk achten. Nein, ernsthaft jetzt, aber meine Schuhe sind so durchnässt, weil es auch das falsche Schuhwerk war, dass ich dachte, ey, komm, Adiletten ist in, kann man auch mal machen. Oh, fuck. Guter Biss gewesen, sehr guter Biss. Fisch? Hä? Wie ist das gegangen? Na, der könnte sogar Maß haben. Und Zander, ich schätze mal, der wird um die 45 haben. Legen wir ihn gleich auf die Matte. Also. Vorne ist er dran, hinten auch, sind 43, weil er auf 42,5 kommt, oder? Der nächste Zander, bis ganz komisch, hing auf einmal dran, aber mir ist egal, wie gesagt, wie sie beißen, Hauptsache sie beißen. Jawohl. Passt. Einen hätte ich gerne noch eine Spur größer. Der achte maßige Fisch für Johannes ist wieder ein kleines Upgrade. So einen kleinen Wertungszander bräuchte Landry, der langsam etwas frustriert ist, so dringend. Okay, we move from car. We will go to my first spot. Because here if we try 1, 2, 3, 4, 5, 6 AP. So I don't know the name in English. So I will try 6 and I have 0 strike. 0, 0, 0. Bad weather, bad fishing, but it's okay, it's fishing, eh? It's like that, sometimes you take fish, sometimes no. Also ich bin jetzt gerade mal einmal komplett bis zum Knie im Wasser gewesen. Gummistiefel ist komplett voll mit Wasser, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, weil nachher wird es sowieso so sein. Wenn es jetzt den ganzen Tag noch weiter regnet, zur Not habe ich auch noch Ersatzschuhe dabei. Viele Leute angeln beim Zander gerne klein. Man darf gar nicht so viel Angst haben vor großen Ködern. Auch so ein 45er, 50er Zander haut sich den voll weg. Gerade bei so trübem Wasser hier, wie wir es hier haben, macht man damit schon mal ein bisschen mehr Druck. Und ich habe das Gefühl, das gibt oft den extra Reiz. Und im trüben Wasser auch eine dunkle Farbe, eine schwarze Farbe, die hohen Kontrast hat, ist für mich viel besser als eine helle Farbe. Ganz viele Leute angeln ja dann weiß und so weiter. Aber wenn man mal hier ins Wasser guckt, das geht ja so ins Weißliche. Und wenn man dann Weiß hier drin hat, finde ich, fällt das nicht mal annähernd so auf wie ein schwarzer Köder. Kann man selbst auch mal testen, indem man beide Köder nebeneinander ins Wasser hält. So ein schwarzer Köder im trüben Wasser fällt deutlich mehr auf. So, alles steile Thesen. Jetzt gilt's, die zu beweisen. Got it.
Oh no! Oh no, I lost it. Oh, sorry. It's here again. Still there. Still here, come on, come on. Do it for me. See it? It, man, that was exciting, man. I got it. I got it. How cool was that? Look at this. I got it. Finally, I have the pike. That was cool. It came for it a couple of times. Look at it, guys. Okay, guys, I got my pike, and it's nose against it. It's 73 and a half, so it's 74. It's a skinny one, but I have it. I saw it laying there under the bridge, and I pulled my chitterbait, he grabbed it, and I lost it, and I thought, no, it's never gonna get it again. And then it just swam back, and it grabbed it again, after a couple of times following it. Cool, guys, that was a cool shot. Look at the colors, man. It's such a nice bird to fish. Look, the green on the head. Come on, go for it. Yeah, there it goes. It goes on the same spot where I catched it. Yeah, the YPC 2022 is not over for me yet. I need a couple of zenders. I'm gonna fight for it. First, I'm gonna try to catch one more pike here. Just a small area, and if I'm done, then we go to the river again for the zenders. Jelle ist wieder voll im Rennen. Die dritte Fischart, alle Fische in guten Größen, die Chancen aufs Weiterkommen sind mit diesem Fang erheblich gestiegen. Ein Frequenzspot wie der von Johannes wäre jetzt genau das Richtige. Köder ist bereit. Ich auch. Und der Fisch hoffentlich auch. Wenn es weiterhin hier so regnet in Holland, glaube ich, wachsen wir bald schwimmen heute die Finger. Schon komplett aufgeschwollen von dem Wasser dauernd. Erster Wurf mit dem Fire Tiger Dekor vom Sudak Minnow. Und es ist, glaube ich, ein kleiner Zander. Aber schauen wir mal, vielleicht wird er noch größer, bis er halt bei mir ist. Messen wir ihn mal ab, vielleicht ist es eine kleine Verbesserung, ich glaube es allerdings nicht. Hätte 42, oder? Oh nein, nicht ganz. Oh ja, ja, 42 genau. Zurück mit dem Kollegen. Schnippelzeit. Ja, ich hatte jetzt noch einen Hechtspot, der wäre zwar in der Nähe gewesen, aber dann habe ich anschließend zu viel Fahrt. Das lohnt sich nicht. Und das wäre auch wirklich nur für zwei, drei Würfe gewesen. Und dafür ist jetzt einfach die Zeit zu kurz. Leider. Jetzt haben wir noch einen Spot, wo wir ganz kurz anhalten können. Da kann ich mal kurz mit dem Spinner werfen. Vielleicht steht da ein Hecht oder ein Barsch. Bei dem Wetter natürlich jetzt sehr schwierig, aber das liegt sowieso auf dem Weg. Also das können wir auf jeden Fall machen. Und dann geht es woanders hin. Da muss ich gucken, dass ich. Mir fehlt ja sowieso noch der Zander und halt dann weitere zwei Fische. Ich kann schon gar nicht mehr rechnen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich. Ja, zwei Fische. Ja. Wird hart. Please, 42, please. Ah, it's a small,
It's a very small one, I think. Right? Maybe it's a perch. Come on. No! No! It's 42! Or bigger! No! It's not possible. Why? Fuck! Why? For 1 meter I lost it. Der heiß ersehnte maßige Zander ist endlich am Haken, doch er entkommt kurz vor dem Kescher. Gucken wir mal, ob das bei der Konkurrenz besser läuft. Fisch, Barsch, oh, direkt vor den Füßen. Yes! That's why we came here. Yes, bam! Bam! Ja, 40,5, wenn wir squeezen. Da. So, hier ist er nochmal. 41 nach YPC-Regel auf den Neuke Tiny Kai Schienen in der Farbe Green Pumpkin Ayu mit dem SLT-Minnow hinten dran. Im Prism Minnow. Direkt vor den Stempel reingeballert. Richtig geiler Biss, richtig geiler Fisch. Der bringt richtig geile Punkte. Ich kann noch mehr, so oft noch richtig sagen, aber es ist mega. Hammer, hammer, hammer. Ich setze ihn jetzt ganz schnell zurück und dann angeln wir weiter. Yes! Bam, 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 bam. Geil. Henrik nimmt langsam Kurs auf die Zwischenrunde. Dieser Fisch ist jedenfalls ein ganz wichtiges Upgrade, mit dem er sich wieder ein wenig Luft zu den punktenden Konkurrenten verschafft. Jetzt gerade einmal die Fangmeldung an Toni schicken. Am zweiten Tag wissen wir ja nicht, was die anderen fangen. Und ja, deswegen, ich bin echt gespannt, was bei den anderen jetzt rauskommt. Die Nervosität kommt jetzt langsam, weil jetzt kommen die letzten Stunden, die letzten 3 Stunden und es sieht gut aus. Also ich habe ein gutes Gefühl dabei, aber ich weiß natürlich nicht, was die anderen haben. Deswegen ist es jetzt gerade so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, trotz dieses richtig geilen Barsches, so was die anderen halt haben. Und ich bin echt gespannt her bei der Siegerehrung, was bei den anderen rausgekommen ist, weil es ein super starker Angler und ich hoffe sehr, dass es reicht. So, das war leider nichts. Aber ich habe mal gerade meinen Haken gecheckt. Der könnte auf jeden Fall ein bisschen schärfer sein. Und ich habe dem Wecki, Felix Weltgesser, kennt viele von euch, dieses Ding hier abgezogen. Wollte er unbedingt wieder haben. Kann ich verstehen, warum. Ist super geil. Und ganz ehrlich, sowas muss man immer dabei haben. Vor allem, wenn man hier so an Steinpackung angelt. Sehr wichtig, immer einen scharfen Haken zu haben und an so Stein biegt sich die Spitze schon mal um. Also, Wecki, vielen Dank für das Teil und für uns gibt es jetzt einen Spotwechsel. Mal gucken, ob da mehr geht. Hier war leider nichts, nicht mal ein Biss. I think we'll go Zander fishing. There's so much plans here, so it's gonna be difficult. I think I should make the choice to go Zander fishing because the tide is good. I'm gonna do it. You have to step it up now. 3 zanders or a full cart. I'm gonna do it. The water was murky. There's some current. Now the high tide is there. It's possible, guys. We go for it. Ja,
So, Maul ist zu. Das sind dann 43 cm. Aber das ist zu wenig. Ich warte eigentlich immer noch auf einen schönen Zander. So um die 50 bis 60, das wäre super. Und dann vielleicht noch Hechtfischen. Aber die Zander sind meiner Meinung nach jetzt realistischer wie Hechte. Vor allem, weil der Hechtspot bei mir eher so die Schwachstelle ist. Ja, ein Hecht sollte ein Zander werden eigentlich. Glaube ich, der kleinste Hecht, den es in Holland gibt. Aber ein Fischi. Süß. Den versuche ich gar nicht anzufassen, um jetzt nicht zu viel Schaden anzurichten. So. Tschüss, Großer. Oh. Naja, kann sich nicht aussuchen, aber zumindest war es Fisch. Oh, I had a bite, I had a bite. Look. That bastard steal my tail. And the craziest thing about it is that my treble was like just before the tail. Let's go for the next one. Stay on, please. I need you, come on. Okay, okay. Got it, guys. Yeah! Fifty-two and a half. Well, guys, two more to go for a full cart. Let's try it. Nice fish. Okay, go and get your mama. Woohoo! Two more fish for the YPC 2022. I hope it will make me to the next round. Two more fish to go. Let's go, guys. Das ging schnell. Jelle lässt seinen Worten Taten folgen, verwertet den zweiten Biss und ist jetzt wieder ganz nah dran an der nächsten Runde. Wegen seiner guten Fischgrößen würde ihm aktuell schon ein 60er Zander für den dritten Platz reichen und er kann sogar noch zwei Exemplare einreichen. Auch bei Dirk steht der Zander nun im Fokus. So, jetzt sind wir am Zander-Spot. Ich weiß nicht, ob er funktioniert, aber es ist für mich jetzt die einzige Möglichkeit. Und ja, mir fehlen drei Fische. Das ist viel. Naja, mal gucken. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich muss jetzt einfach nur hoffen, dass die Zander wohlgesonnen sind, dass die Zander dort stehen. Das ist so ein Brückenspot. Man erkennt ihn vom letzten Jahr. Da waren allerdings die Bedingungen komplett anders. Da war die Sonne draußen. Na, da war es natürlich dann entsprechende Schatten. Das Wasser ist normalerweise klar. Dann stellen die Fische sich natürlich gerne unter solche Brücken. Und das ist jetzt nicht der Fall durch diesen ganzen Regen und Sturm der letzten Tage. Ich war gestern hier nochmal gucken. Das Wasser ist halt sehr trüb. Und ich glaube, die Fische, die reagieren in diesem Gewässer dann ganz anders. Und ich kann auch sagen, ich habe gestern nicht einen Biss gehabt. Aber wir versuchen es jetzt. Auf geht's. Hier gerade an so einem kleinen Auslauf vorbeigefahren, wo ein bisschen Druck drauf ist. Sieht super geil aus zum Twitchen. Deswegen wechsle ich jetzt mal ganz kurz auf den Twitch-Bait, bevor ich hier jigge. Hoffentlich klappt das. Nice one bis 20 Gramm wieder. Und unseren Mad Max für einen Zander. 11 mm, perfekte Größe. Ich habe Bock auf RU jetzt gerade. Aber die Farbe wäre natürlich auch super bei dem trüben Wasser. Aber Ayu hat mir auch schon den schönen Barsch gebracht. Jetzt hoffentlich noch ein Zander. Aua, die Haken sind scharf.
Ab Mittag sollte es anfangen zu regnen. Das hat sich leider so bewahrheitet. Wenn man Regenradar gecheckt hat, ist echt den ganzen Tag heute nur noch Regen. Bis 16 Uhr, bis wir sozusagen angeln müssen. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber der Kameramann hat eine ganz geile Regenschirmkonstruktion über sich. Und es ist halt echt nervig. Ne? Also alles ist nass, zwar die Klamotten halten dicht, aber das schlaucht schon sehr. Gott sei Dank hat der Wind ein bisschen nachgelassen. Das ist ganz angenehm. Das wäre sonst noch mal richtig hart, wenn jetzt mal dieser krasse Wind gewesen wäre mit dem Regen. So prasselt, dass es einfach auf uns runter und wir werden nass. Aber das halten wir auch aus. Okay, the activity is coming back. I think it's a perch. No, it's a little zonder. Okay, it's not the good one, the good size, but it's a fish. The activity is coming back. Nachdem die Zander jetzt doch nicht mehr beißen wollten oder nicht hängen blieben oder zu klein waren, geht es jetzt doch zum Hechtspot. Laut Navi habe ich dann noch genau eine Stunde Zeit. Ich hoffe an dem Platz, dass die Hechte wieder dort sind, weil ich war dort kurz trainieren mit Thorsten aus dem VMC-Team und da hatten wir einen Biss und zwei oder drei Bisse und einer davon stieg im Drill aus. Das heißt, zwei davon sollten noch unangetastet sein, falls da jetzt noch niemand dazwischen fischen war. Ich hoffe mal, dass wenigstens einer noch dort steht, weil ich würde gern den Hecht noch verbessern und dann bin ich eigentlich zufrieden, weil 400 Punkte sind mein Ziel aus jetziger Sicht und das sollte drin sein, falls dort eben mein Hecht einsteigt. Ja, und jetzt schauen wir mal, dass wir so schnell wie möglich zum Spot kommen, ohne ins Radar zu fahren. Ich habe gerade doch zuerst überlegt, ob ich meine Hechtroute auch nochmal mit hier hinnehme, weil es kann ja auch sein, dass ich hier vielleicht nochmal einen größeren Köder schmeiße oder einen Spinner oder sowas. Aber ich habe jetzt hier die XH mit Innovation 832 XH. Das ist mit einem Wurfgewicht bis 40 Gramm. Und ja, wenn es wirklich ein großer Hecht ist, dann braucht man halt ein bisschen länger, aber man kriegt jeden Hecht damit raus. Ne? Meine Hechtroute, die ich heute gefischt habe, auch an dem Polder, mit der ich auch den Hecht gefangen habe, auch beim letzten Mal schon am Polder, am ersten Tag, das ist die Black Diamond von Hearty Rice. Das ist ganz witzig. Das ist eigentlich meine Norwegen-Route, damit habe ich vor zwei Jahren noch große Dorsche, Seelachs und auch Halbut gefangen. Aber ich habe halt gesehen oder festgestellt, dass man damit auch wunderbar poldern kann. Und die hat halt richtig Wumms, die hat ein Wurfgewicht bis 210 Gramm. Die hat halt richtig Power, ne? Ist 1,95 Meter lang. Ja, kann man sich vielleicht mal anschauen. Also gerade für die Polderangelei oder auch für Big Baits eine richtig gute Route. Guckt man natürlich nicht so nach, weil es halt nicht, die ist halt im Salzwassersegment, sag ich mal, irgendwo angesiedelt. Aber eine super Hechtroute.
Draußen sieht es aus, als ob ein bisschen Strömung ist. Da werde ich auch nochmal angeln. Ist nicht mehr lange Zeit, aber um ehrlich zu sein, der Druck fühlt sich überhaupt, also fühlt sich an, als ob gar kein Druck mehr da wäre. Klar, es würde wahrscheinlich allen so gehen, wenn man so eine komfortable Punktzahl hat. Aber einen Zander würde ich trotzdem schon gern fangen, muss ich sagen. Den Zander will nicht nur Dustin fangen, doch anders als bei ihm könnte der Druck bei Landry und Jelle kaum größer sein. Beide trennt momentan nur ein Fisch vom dritten Qualifikationsrang und der Tag biegt auf die Zielgerade ein. Fisch. Okay, let's go this time. It's a nice one. Yes, 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 yes. Come on, come on. Yes, I think it's more than 42. Yes. It's okay now. I think it's a 50, maybe 47, something like that. Please. Motherboard, say me, it's okay. It's okay for YPC. Please, please, please. I think it's okay. Yes, it's okay. 50 or 49? Like 49. Okay, this time is good. I lost just one before, but it's okay. 49, it's not bad for the day, but for me, it was a bad day. But here, whew, I really need you. Thanks a lot to come to my lure. Whew. Was für eine Erleichterung. Landry bekommt endlich seinen Zander, macht die Karte voll und was er nicht weiß, er klettert damit auf einen Platz, der ihn in die Zwischenrunde bringen würde. Der Belgier ist nun der Gejagte. Johannes, Jelle und Dirk nun die Jäger, denen noch eine gute Stunde bleibt. This lure is the delivery. It's Black Shad. It's my favorite color. Black Shad 9 cm. And I fish 15 minutes. I lost one, I take another. I think my day is closed now because I cannot upgrade my score. But I will try. Maybe I can catch a bigger perch. Let's go to the bush again. How are you doing? I'm good, how are you? I need two more. Two more? I need two fish. Which? Doesn't matter. That's good. So I just go there and catch them. Hurry up, hurry up. Go for it, man. Well, that was Dustin. I hope he didn't fish the spot that we were going now. We'll see. Two more zander to go and 1 hour and 15 minutes. Let's go, guys. Fish. It's crazy. 7 hours. No fish. 3 casts, 3 fish. It's crazy. It's a little. Oh, it's perch. Nice perch. I need that. Yes. Maybe it's more than 30. Maybe. I am coming with a monkey lure's jig head. Red color. It's maybe the good combo. It's 33. Yes, it's an upgrade. Nice.
Nice to meet you too, Perch. Yes. Beautiful fish. Okay, let's go. Jetzt läuft's für Landry. Der nächste Fisch und auch dieser Barsch bringt Punkte. Ein 30er Barsch fliegt aus der Wertung und für die Konkurrenz wird es dadurch nicht leichter, den Belgier nochmal einzuholen. Kann die Konkurrenz nochmal kontern? Also es läuft jetzt, glaube ich, schon die letzte Dreiviertelstunde. Wie gesagt, mein Ziel ist es, noch einen Hecht zu fangen, weil ich glaube, dass das noch möglich ist, nachdem die Zander etwas aufgehört haben zu beißen. Ich probiere es hier mit kleinen Wobbler und einem Jointer, den 13 cm. Wir hatten hier eben einige Kontakte, das habe ich eh schon erwähnt, und vielleicht will ja diesmal wieder einer. Ich würde es begrüßen. Die letzten 5 Minuten sind angebrochen. Ich sage, Zander ist für mich echt hart heute. Einen hatte ich drauf, auf dem Twitch-Bait vorhin. Kann man natürlich nicht 100% sagen, weil ich nicht gesehen habe, ob es Zander war oder Hecht oder Barsch, aber es fühlte sich sehr schwer an. Also Barsch würde ich mal ausschließen. Denke eher ein Zander vom bisher, aber am Ende weiß man es nicht. Ich bin trotzdem nicht unzufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. Na klar, es kann immer jemand sein, der besser fängt. Aber dass jetzt 3 Leute besser gefangen haben als diese Punktzahl, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Und wenn es so ist, haben sie es halt wirklich verdient. Deswegen freue ich mich, in die nächste Runde einzuziehen, glaube ich schon. Und aber das wirkliche Ergebnis gibt es jetzt gleich bei der Siegerehrung. Und da sehen wir uns wieder. Also, bis später. Sprich, der kickt den 28er Barsch raus. Ja, besser als nichts. Wäre mir lieber gewesen, dass der, okay, Barsch wäre nicht möglich gewesen, glaube ich, in der Größe, aber ja, ich dachte natürlich im ersten Sekunde, das ist ein Barsch, aber naja, passt so. Ich setze ihn einmal zurück. Das war's. Ja, das war der Abschlussfisch, 1 Minute vor Ende. Ja, das war die Vorrunde. Mal sehen, ob es gereicht hat. Das werdet ihr gleich wahrscheinlich im nächsten Cut gleich sehen, wer denn weitergekommen ist. Mir hat es sehr, sehr Spaß gemacht. Es hat wesentlich geiler funktioniert als letztes Jahr. Viel, viel geilere Fische. Und hat echt Laune gemacht. Auch nochmal richtig Props an den Kameramann, der hier wirklich 2 Tage lang wirklich im übelsten Regen ausgeharrt hat. Und das war auch nochmal dicke Props auf jeden Fall. Hat war echt Laune gemacht. Reingehauen. Das war's. It's finished. I have my full card, so it's, I am happy. I do all I can. We will see the result. Maybe it's okay, maybe not. But it's not a happy day. It's a shit day. The weather is very bad, the fishing was very bad too. I have during all the day 2 times 10 minutes of activity of fish. But yeah, it's like that. Sometimes it's full activity, sometimes no. So, okay, I am happy with my full cart. Okay, I have water on my shoes now.
I am wet, all my body, I think. Thank you so for Fabrice, thank you Peter, thank you Thomas, and thank you Florian from Fish Explorer. And see you maybe in the next episode. I don't know, but maybe. Ich habe die Full Cut erreicht, das war ursprünglich mein Ziel. Allerdings bin ich mit den Größen eben nicht zufrieden. Der Montag war ziemlich schwierig. Da ging, eigentlich hätte ich es umgekehrt gewollt, dass ich 14 am Montag fange und die restlichen Fische dann heute. Ich will nur kurz Danke sagen. Ich habe ja keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen ja das Ergebnis nicht. Also zuerst mal an Nunze. Ich hoffe, dass sich die Situation beruhigt und alles gut wird. Zu dem Moment, wo das Video ausgestrahlt wird, dann weiß man eh schon weiter und ich hoffe da nur das Beste. Danke auch an Thomas, an Timo, an Thorsten, viele Leute aus dem VMC-Team, die dann spontan noch eingesprungen ist, nachdem Nunze weggefallen ist. Ja, das hat mir sehr, sehr geholfen, auch mental. Ich glaube, ich habe mein Bestes gegeben, auch die Vorbereitung, ich habe wirklich durchgebissen. Und an die Österreicher, ich hoffe, ihr habt uns gut und würdig da vertreten. Für dich und Petri. Well, it's painful, but the competition is over. I'm pretty sure that I didn't make it to the next round. I did my very best, but it just didn't work out. Maybe the next one, but this competition wasn't a good one for me. I caught some nice fish, but not enough. I want to thank my sponsor, Berkeley, having the trust in me. Hopefully the next competition will be better. And I want to thank my wife and kids. I'm away from home for a couple of weeks now, and I'm looking forward to go back. I'm freezing cold, soaking wet. We had a tough day, but thank you all. Das war's. Das war der zweite Tag, soeben zu Ende. Wir sitzen im Auto, im Trockenen. Draußen ist es immer noch am Plästern ohne Ende. Sturm auch noch. Also beide Tage waren wirklich eine Katastrophe. Und ja, für mich ist es richtig, richtig schlecht gelaufen. Trotzdem, es hat Spaß gemacht. Das Wetter war natürlich nicht schön. So sollte es eigentlich nicht sein, aber da steckt man auch nicht drin. Und genau so ist auch halt Angeln. Man weiß nie, was kommt. Ich möchte mich an dieser Stelle aber jetzt natürlich nochmal bedanken bei Hearty Rice, dass ich hier wieder mitmachen durfte. Bei Hecht und Barsch für die super Organisation. Bei den Kameraleuten hier, gerade Jochen, der vor mir sitzt und die Kamera hält. Super Spaß gemacht, wie im letzten Jahr. Derselbe Kameramann, total stressfrei, die ganze Geschichte. Und das ist auch wichtig, weil im Vordergrund steht immer der Spaß. Ich gratuliere jetzt auf jeden Fall schon mal denjenigen, die es geschafft haben, die es dann auch wirklich verdient geschafft haben, bei Wind, Welle, Regen die Fische zu fangen. Danke fürs Daumen drücken. Ja, leider hat es nicht sollen sein. Bis dann. Ciao. Guys, thank you for coming back from two really hard days on the water, tough conditions, not the best weather and yeah, the fish were biting okay, but not brilliant. But that didn't stop one guy to get a new YouTube Predator Cup record. Mr. Dustin Schöne, first place, more than 550 points. Congratulations, well fished. So we're coming to the second place. That was a bit closer race. Yeah, I'm glad to announce that Mr. Henrik Haag makes it to the next round. Congrats. Yeah, and then it was again a close race between the third and the fourth, because one angler was waiting for his full card for a pretty long time today, but he made it, so Landry Rosen, Monsieur Landry Rosen, goes to the next round as well. Drei Angler kommen in die nächste Runde. Drei andere müssen trotz größter Anstrengungen und teilweise wirklich guter Fänge die Heimreise antreten und den Traum vom Pokal 2022 begraben. Welche drei Angler aus Gruppe B mit Dustin, Henrik und Landry um die zwei Finaltickets kämpfen werden, seht ihr bereits am kommenden Donnerstag und Sonntag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, aber erstmal wären wir dankbar über Likes, Kommentare unter diesem Video sowie über Support-Einkäufe in unserer YPC-Kategorie. Ciao!